Bewegt sich das auch? Oder muss ich mich irgendwie nach vorne schwingen? Oh, okay. Kann ein Gebäude auch zweimal verlassen werden? Die Wache wäre jedenfalls ein guter Grund, es zu tun. Glaube nicht, mein Freund. Was machen die mit den ganzen Leichen? Wahrscheinlich ist es wieder an mir vorbeigezogen. Verbrennen oder so? Ist das hier eine Verbrennungsanlage? Wer weiß. Ja, wie bei der Hirschjagd auf dem Anwesen. Oh, oh. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Und Endstation. Ich bin lieber ein bewegliches Ziel. Na, das würde ich auch sagen. Endlich. Jetzt sind die Armen doch für was gut. Ich wollte auch eigentlich schon direkt hier jetzt. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Okay, Bro. Können die mich hören, wenn ich durchschleiche durch die Scherben? Jupp. Das waren keine Ratten, oder? Hey, ich hab bestimmt was gehört. Oh, okay, wir haben ihn aufmerksam gemacht. Oh, shit, wo war hier Licht? Treibt hier jemand ein Spiel? Nein. Schon wieder irgendwo Licht. Ich bin natürlich absichtlich auf die Glasscherben getreten. Einfach weil ich ihn hier nach unten locken wollte. Den Bogenschützen. Puh. Pausenplätzchen. Plätzchen im Sinne von Platz oder Plätzchen im Sinne von Keks? Glückwunsch, Burmi, du hast die Leichen gekriegt. Das ist keine üble Aufgabe, sofern man einen starken Magen hat. Falls du mal eine Pause brauchst, die Jungs und ich haben da ein gutes Plätzchen über dem Fertigungsbereich. Nur dort wird der Alte dein Schönheitsschläfchen nicht stören. Hier sind die Regeln. Nicht darüber reden. Beanspruch es nicht für dich allein. Nicht die Pfeile auf dem Boden ausklopfen. Und wenn du erwischt wirst, keine Namen. Also scheint ihr Chef ganz schön streng zu sein. So, das Gold wollte ich trotzdem noch, auch wenn hier überall diese... Ah, guck mal. Diese Scherben sind. Ich meine, die ganz elegante Art wäre jetzt natürlich gewesen... Was heißt ganz elegante? Das fand ich auch ziemlich elegant. Es war zwar natürlich nicht beabsichtigt, hier Aufmerksamkeit zu erregen mit den Scheiben. Mit den Scherben. Nicht Scheiben. Aber letzten Endes hat sich das als ziemlich brauchbare Taktik herausgestellt. Okay. Und sonst war hier auch niemand mehr. Schön. Ich hätte auch mit diesen Pfeilen hier, mit den Stumpfen, das Licht ausschalten können und ihn vielleicht so aufmerksam machen können. Okay, lass uns erstmal gucken. Da haben wir wieder so ein Durchgeh-Dingens. Vorsichtig. Wachen sind aber erstmal nicht in unmittelbarer Nähe, also sollten wir einigermaßen ungestört in den Raum kommen. Niemand da? Okay. Guck mal einer an. Hier haben wir sogar ziemlich viele Sachen. Sogar ein Buch. Glas, Glas, Glas. Also wenn wir das jetzt hier richtig gelernt haben, dann weckt Glas auf ziemlich große Distanz Neugierde bzw. Misstrauen in die Umgebung. Wir sind ja einmal auf die eine Glasscherbe getreten und hatten sofort zwei Balken Aufmerksamkeit.
Na gut, Glasscherben brechen auch nicht in der Regel bei irgendwelchen Ratten, sondern nur, wenn was Schwierigeres drüber läuft. Also kann man schon verstehen, dass die Wachen misstrauisch werden. Renovierungsnotiz. Achtung, die Renovierung der Eisenhütte in der Vale Street steht unmittelbar bevor. Die Anlage muss von heute an in 2 Wochen bereit sein, die Toten der Stadt zu verwerten. Auf altes Material aus früheren Projekten von Baron Northcrest ist zu achten. Jeder Bereich, der nicht auf die Verwertung und Entsorgung von Leichen umgestellt werden kann, muss als unzugänglich betrachtet werden. Der Diebesfänger-General wird diese Aktion persönlich überwachen. Ich muss wohl niemanden darauf hinweisen, dass Verzögerungen nicht hinnehmbar sind. Diebesfänger-General. Interessant. Gott, mein Hals ist so unfassbar rau. Oh. Guck mal, da oben hat mich was freundlich angeblinzelt. Blinzel, blinzel. Hätte das nicht so geblinkt, dann wäre mir das gar nicht aufgefallen hier. Oh, was? 45 Münzen. Oh, geil. Richtig cool. Okay, können wir uns hier fallen lassen? Geht das? Jawohl. Gut, anstatt die Tür dazu nehmen, mache ich das natürlich hier wieder mit diesem Gang. Ich meine, wenn ich schon das schöne, teure Werkzeug gekauft habe, dann wollen wir es gleich mal benutzen. Gott, ist das dunkel. Irgendjemand hatte gerade eben ein Gespräch angefangen? Schön brav kurz blinzeln. Achso, ich dachte gerade eben, das hier wäre wieder so ein Aushang. Nope. Und ich dachte auch, da kann ich hochklettern. Scheinbar auch nicht. Was sagt ihr? Aber so geil, wie ich bereits hier in den Aufträgen in Räume reinkomme, die nur durch diese komischen Bodenluken betretbar sind. Und hier Kerzenhalter, dort Gegenstände finde, die viel wert sind. Pfeile finde. Cool. Wir hatten allein diese Woche mehr als 100 Tote pro Tag. Tja, die Schwermut spült mehr Scheiße aus der Stadt, als es die Wache je könnte. Und inzwischen erwischt es auch die Reichen. Der General wird mit unserer Reinigungsarbeit sehr zufrieden sein. Reinigungsarbeit. Recht habt ihr, Herr. Guter Mann. Ich bin sicher, wir, die wir unsere Arbeit verrichten, ohne Fragen zu stellen, werden fürstlich. Reinigungsarbeit. Mann, Mann, Mann. Ich will immer noch gerne wissen, was denn die Schwermut genau ist. Ich meine, es ist schon sehr unmenschlich, das als... Verletzungen an Augen und Ohren selbst zugefügt. Was? Prellungen im Halsbereich. Schon wieder Trockenfleisch. Ich hasse Trockenfleisch. Ich meine, das klingt auf jeden Fall sehr unmenschlich, Reinigungsarbeit. Aber die machen ja im Prinzip wirklich nichts anderes. Schnitte am Handgelenk. Hier. Vermutlich selbst zugefügt. Ich meine, die Leichen müssen ja auch irgendwo hin, ne? Toter dem anderen. Oh, shit. Das ist lästig, aber die Feststellung der Todesursache hilft uns, die Ausbreitung der Krankheit zu beurteilen. Das scheint auf einige von ihnen geschossen zu haben. Vermerkt ihr das auch? Seid nicht so vorlaut, Wachmann. Das steht euch nicht zu. Geht lieber wieder auf euren Posten. Okay, kommen wir hier? Falle, irgendwas? Nein, oder? Hä? Einer der Beamten des Barons. Vielleicht hat er ja was bei sich. Ja, das glaube ich auch. Der Typ sieht auch sehr schick aus. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir an den rankommen. Kaufleute. Oh Gott. Wehe, du trittst jetzt drauf. Bitte öffne die Kiste von hier aus. Deswegen habe ich mich extra rechts davor gestellt. Kein Opfer der Schwermut, denke ich.
Okay. Also wie es aussieht, so ein bisschen dürfen wir da ruhig drauf rumtreten. Er ist schon länger als ein paar Tage tot. Kratzer an Augen und Ohren, wie er war. Keine sichtbaren Wunden. Kein Opfer der Schwermut, denke ich. Komm zurück. Base hin oder her. Ich habe sie geliebt. Ah, der dreckige Bogenschütze. Nee, ich warte kurz, bis der weg ist. Das ist mir gerade zu riskant. Noch einer mit Zeichen von Opiatmissbrauch. Und wir bestehlen ihn jetzt gleich, sobald er ohne den Bogenschützen sich hier umdreht. Ah. Was kommt als nächstes? Keine sichtbaren Wunden. Kein Opfer der Schwermut, denke ich. Doch wie schalte ich die beiden jetzt am besten aus? Das ist die Frage. Würgemale am Hals. Eine dilettantische Hinrichtung. Wieso kann ich nicht das Buch durchlesen? Ich kann einfach nicht drauf zugreifen. Das wird nicht aktiv. Mein Nacken schmerzt. Ich glaube, ich kann gar nicht beide ausschalten. Der hier ist schon länger. Hier will mir jemand ans Leder. Nope. Okay. Ich will ja das alles ganz streng geheim machen. Und das war jetzt ein weiterer Test. Ich kann mir leider nicht so viel leisten, wie ich das gerne hätte. Keine sichtbaren Wunden. Kein Opfer der Schwermut, denke ich. Wenn der Mistkerl meine Armbrust nochmal als Türpuffer benutzt. Aber vielleicht... Mein Biergeld geht schon wieder für Arzneien flöten. Oh, geh weg! Ich habe jemanden gesehen. Da war wohl nichts. Nein, da war nichts. Ich bin echt in solchen Sequenzen immer so ein bisschen im Zwiespalt mit mir. Eigentlich würde ich die beiden Kerle hier gerne stehen lassen, weil die tun mir ja nichts. Aber andererseits... will ich auch hier die ganzen Bücher und Notizen durchlesen, die auf den Tischen liegen, ne? Da unten ist ja noch einer. Was ist mit dem Licht passiert? Schleicht hier jemand herum? Interessant, okay. Der schaltet das sogar wieder ein. Ich muss mich geirrt haben. Wachsam bleiben. Einfach wachsam bleiben. Komm mal bitte unter einen der Balken. Oder ein bisschen näher hier nach unten. Oder lehn dich da nochmal an die Säule, genau. Weißt du was? Probieren wir das nochmal. Ich habe jemanden gesehen, glaube ich. Ich habe dich gesehen! Die Totenliste. Ausgestochene Augen, ein Ohr abgerissen. Todesursache Schwermut. Hängen, Schwermut, Mord. Oh Mann. Schnittwunden am Handgelenk, schwere Blutverluste, Tod durch Hängen.
Oh Mann. Wie es aussieht, die Leute, die an der Schwermut erkrankt sind, haben versucht, sich selbst irgendwie das Leben zu nehmen. Jesus. Okay, dann war wirklich die Totenliste das Einzige, was ich da oben verpasst hatte zuerst. Ja, und ansonsten hier noch so ein paar Sachen, die ich aber auch hätte einsammeln können, wenn ich die anderen am Leben gelassen hätte. Aber interessant, meine Freunde, interessant. Das heißt, ich habe umsonst die Leute ausgenockt. So, versuchen wir aber nochmal den hier zu erledigen. Ich musste vorhin nochmal neu laden. Willst du nicht das Licht wieder anmachen? Interessant. Also das letzte Mal hat er das Licht wieder erneut angemacht, aber dieses Mal... Jesus. Aber dieses Mal scheint er kein Interesse zu haben. Aber der war immer noch sehr aufmerksam dafür, dass ich das Licht ausgemacht habe und extra versucht habe, mich irgendwie hier leise da schön vorzubereiten. Na gut, sehr schön. Jetzt habe ich aber auf jeden Fall den Abschnitt zu meinem Gefallen erledigt. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Vorteile hat, wenn ich sowas wie die Totenlisten da oben einsammle. Aber na gut, ich habe es jetzt. Also wollen wir das hier mal so weitermachen. Und mit den Konsequenzen leben, die ich zu verbrechen oder die ich verbrochen habe. Mit den Konsequenzen der Aktionen, die ich verbrochen habe, zu leben. So rum. Und vorhin, als ich kurz mal gefailt habe, da hatte ich kurzzeitig... Da hatte ich einfach vergessen zu kommentieren. Deswegen habe ich das unter anderem rausgeschnitten. Das war ein bisschen dumm gelaufen. Außerdem ist ja da sowieso nichts Besonderes passiert, außer dass ich nochmal die gleiche Sache neu gespielt habe. Wieder ein Typ, der pennt. Aber ich habe meine Erfahrung mit schlafenden Typen schon gemacht. Zeigt mir eine geschlossene Tür und ich mache sie auf. Dieser Mechanismus ist mir allerdings neu. Jetzt wäre ein Schlüssel gut. Den Schlüssel habe ich schon. Das heißt, wir werden das lautlose Öffnen der Tür wahrscheinlich ohne Probleme bestehen können. Was ist das da? Zutritt verboten. Lesen wir erstmal das durch. Unerlaubtes Eindringen jenseits dieses Punkts wird bestraft, ohne Ausnahme. Bei Zweifeln den Offizier der Verwaltung aufsuchen. Auf direkten Befehl des Diebesfänger-Generals. Dieser Diebesfänger muss echt hier irgendwo sein. Was zum... Ach, das ist der Schlüssel! Sah nicht aus wie ein Schlüssel, aber... Oder wie ein sehr cooler Schlüssel sah das aus. Komme ich da überhaupt irgendwie an die Kiste, ohne den aufzuwecken? Ich könnte ihn auch einfach K.O. schlagen, natürlich, aber... Ich versuche es zum Spaß einfach erstmal so, ja? Kommen wir hier zwischen den Scherben vorbei. Oh, yes. Und jetzt noch ein vierstufiges Schloss knacken. Oh, man. Komm schon. Na, wo ist es? Ah, da. Die Stelle hat aber gedauert gerade eben.
Oh, guck mal, noch ein Schlüssel? Oh. Toll. Ein Nahrungspäckchen und das zweite Mal der Schlüssel. Das heißt, das hier wäre der deutlich... der deutlich einfachere Weg gewesen und man hätte nicht irgendwie so diesen einen komplexen Kill da drüben machen können. Jetzt haben wir zweimal den Schlüssel. So, ich war nie hier, mein Freund. Ansonsten scheint hier auch nichts im Raum zu sein. Außer diese wunderschöne Truhe. Ich muss natürlich den Fokus immer kurz ein- und ausschalten, weil ich Angst habe vor irgendwelchen eventuellen Inventarfall. Oh. Vor irgendwelchen eventuellen Fallen. Gut. Ich hake mich gleich ein. Gucken wir erstmal noch. Ah, guck mal. Falle. Nope. Seitdem das eine Mal diese Bodenplatte mich so sehr überrascht hat. Die Falle hat mich zwar nicht erwischt, weil ich zum Glück noch einen anderen Ausgang rausgefunden habe. Aber ich bin so paranoid geworden davor, dass ich jetzt nichts riskieren will. Egal bei welchem Behälter, den ich öffne oder bei welchem Safe oder... Oh, hallo. Ein ganzes Besteckset. Wisst ihr, was ich mir hier loben würde? Wenn ich so wie zum Beispiel bei Borderlands 2 einfach E gedrückt halten könnte und dann automatisch den ganzen Behälter loote. Das würde so vieles erleichtern, dass es manchmal... ein klein wenig unnötig, dass ich da wirklich warten muss, bis komplett alles gelootet ist und quasi eine Sehnscheidenentzündung bekomme. Währenddessen. Gut. Wir dringen weiter vor. Ein in diesen unheimlichen Bereich. In die Verarbeitungsstelle dieser Schwermutsleichen. Und ich kam nicht umhin zu bemerken, dass das Geschnarche dieses einen Typen sehr weit noch zu hören war.